Ja, herzlich willkommen. Wie ihr sehen könnt, passt meine Stimme nicht ganz zu dem, was ihr da seht. Das liegt daran, dass ich die ersten 20 Minuten das Mikrofon nicht eingeschaltet hatte. Und ja, wie ihr seht, dieser Kerl, der da vorne sitzt und hier gemütlich zockt, wird das aber irgendwann merken nach 20 Minuten, dass ihm keiner zuhört. Ja, genau, und da habe ich gedacht, ich synchronisiere das jetzt nach. Ja, wir sind jetzt hier zurück in der zweiten Hälfte des Horusberges oder Horubergs. Und ja, ist ein bisschen komisch, sich jetzt selber zuzugucken. Ich weiß auch nicht mehr, was ich da gesagt habe. Wahrscheinlich habe ich damit geprotzt, was für ein toller Kerl ich bin und das Spiel durchspiele. Boah, guck mal, das war natürlich unfair. Das sieht man natürlich. Und ja, genau. Was soll ich da noch groß zu sagen? Da sammle ich die Leuchtkugel ein. Und hier, genau, da ist übrigens links auch noch ein Geheimgang. Ich weiß gar nicht, ob ich den da schon sehe oder finde. Ja, hier, genau. Da ist jetzt schon die Kugel, die man da nutzen muss, um das Loch zu verstopfen. Ich bin echt mal gespannt, ob ich jetzt schlau genug war, den Geheimgang direkt zu sehen. Das weiß ich nämlich gar nicht mehr. Also der Typ, der da sitzt, ne, der ist ja schon ein bisschen vercheckt gerade, was er da auch die ganze Zeit redet. Ach, ich müsste vielleicht auch mal den Ton noch anmachen, damit ich auch höre, ab wann ich selber wieder rede. Nicht, dass ich mir dann doppelt drauf quatsche. Aber es sind ja auch nur 20 Minuten gewesen, also so schwer kann es ja auch nicht gewesen sein. So, ja, wie man sieht, sind wir hier schon auf dem Rückweg. Genau, da links ist der Geheimgang, nimm ihn! Sonst musst du nochmal zurückkommen. Nein, du bist schon dran vorbeigelaufen, geh zurück. Guck doch auf die Karte. Okay, du hast noch eine neue Chance. Du schaffst es. Du wirst es merken. Ich glaube, ich merke es nicht. Ich erinnere mich nämlich, dass ich, glaube ich, nochmal zurückgekommen bin. Guck, man sieht sogar, wie das Feuer da reinspringt. Wie doof kann man denn sein? Ist wahrscheinlich, musste ich mich da sehr konzentrieren. Ich hatte jetzt keine Kapazitäten, da noch aufzupassen. Wahrscheinlich geht es euch da auch öfter mal so. Guck, wie blöd, schon wieder gestorben. Ja. Da freut er sich. Da freut er sich und grinst blöd. Oh Mann. Ja, jetzt weiß ich mal, wie es euch geht, wenn ihr mir die ganze Zeit zugucken müsst und ich was nicht checke. Aber ja, so ist das nun mal. Ich glaube aber diesmal schaffe ich es bestimmt. Ja, das sieht gut aus. Bing. Ja, genau. Sehr gut. Wow, das ist aber, wenn man das mal so von außen betrachtet, dann ist das schon ein sehr guter Spieler, der da gerade spielt, ne? Muss man schon sagen, wenn man ehrlich ist. Okay, ja, was macht er jetzt wieder für verrückte Sachen? Jetzt springt er hier raus. Und ja, ich werde übrigens mich dann auch nicht gleich nochmal großartig verabschieden können. Hier die Stimme aus dem Off, sobald ich da anfange zu reden, dann würde ich einfach dem Zukunfts-Ich den Vortritt lassen und ihn einfach weitererzählen lassen. Er entschuldigt sich nämlich dafür für sein Fehlverhalten. Ja, wie man sieht, sind wir jetzt in der zweiten Kammer auch. Und ich glaube, da. Warum gehe ich zurück? Was soll das? Ah, nee, ich bin jetzt gestorben. Deswegen gehe ich zurück. Ja, wie man sieht, ist da sogar noch ein Energiepoint. Den habe ich natürlich auch nicht geholt. Den hole ich auch erst später. Ja, aber ich will jetzt auch noch gar nicht so viel verraten, ne? Hier spoilern, ne? Mit Wissen, was ihr eigentlich noch gar nicht haben dürft. Was mache ich da für einen Affentanz eigentlich? Das sieht irgendwie so blöd aus, wenn ich das jetzt mal selber sehe. Ich gucke mir die Videos ja auch sonst selber nochmal an, aber ich spreche dann ja nicht nochmal drüber, sondern genieße das einfach. Was das für ein Skill ist, der da abgeliefert wird.
Und wenn ich mal nicht schaffe, ist es natürlich, liegt es natürlich am Spiel, ne? Ist natürlich klar. So, guck mal, was für ein Skill einfach. Krass. Krass, krasser Zocker hier. Da können sich die ganzen anderen Zocker mal eine Scheibe von abschneiden. Sogar hat er gespeichert und noch clever. Okay, ja genau, die muss man alle kaputt machen. Hier könnt ihr jetzt mal richtigen Skill in Aktion sehen. Schaut euch das mal bitte an hier. Wie hier die Gegner einer nach dem anderen auseinandergenommen wird. Ja, nochmal gespeichert natürlich. Ein Gentleman speichert immer. Das könnt ihr euch mal hinter die Ohren schreiben. So, die werden alle schön genüsslich nacheinander auseinandergenommen hier. Da oben ist der schwerste. Und jetzt der letzte. Zack. Und damit geht jetzt da oben die Tür auf. Ja, jetzt muss er springen. Ach, der Supersprung, der ist so cool. Das ist auf jeden Fall mein Lieblingsmove. Noch besser tatsächlich als der Doppelsprung, muss ich sagen. So. Ja, jetzt haben wir hier den Wasserfall wieder hergestellt. Laufen jetzt hier zurück. Ach, da sind noch zwei Wasserfälle to go. Ich glaube, ich merke das wirklich erst, wenn ich ganz unten bin. Und dann denke ich mir so, oh. Ich glaube, es sind so ungefähr 20 Minuten. Denke mir so, oh, 20 Minuten. Was mache ich jetzt? Nehme ich jetzt nochmal auf? Nee, kann ich ja gar nicht. Weil ich habe ja das jetzt schon alles geklärt. Und der Speicherstand ist ja quasi überschrieben. Man kann ja jetzt nicht einfach zurückladen. Ne? Das wäre natürlich auch schlau, das mal für die Zukunft zu machen, so Backup-Safe zu machen. Oder halt dann nochmal doppelt zu kontrollieren, ob wirklich alles stimmt. Aber ich meine, es kann ja immer irgendwas mit der Technik sein. Ne? Dass man, dass der Ton schlecht ist oder der Computer abstürzt oder sonst irgendwas. Ne? Bei einigen Spielen geht das ja, dass man so viele Speicherstände machen kann, wie man will, aber hier hat man nur einen. Ja, das war natürlich auch wieder hier das Spiel, was hier total unfair war. Genau. Hier ist wieder der Skill am Start, wie man sehen kann. Yo. Okay. Was mache ich denn da? Was habe ich denn da gemacht? Nein, das war natürlich alle. Das ist natürlich auch immer alles Absicht, ne? Wenn ich hier verliere, um euch zu unterhalten. Das ist natürlich dann pures Entertainment. Wenn ihr da sehen würdet, wie da einer perfekt beim ersten Mal durchrennen würdet, dann werdet ihr voll neidisch und würdet euch total schlecht fühlen, dass ich so krass bin und ihr so schlecht. Ja, weiß jetzt nicht, ob ihr schlecht seid. Können ja sein, dass ich dann voll. Dass ihr dann euch schlecht fühlt. Ne? Deswegen baue ich extra mal so ein bisschen ein, dass ich mal zwischendurch auch sterbe. Damit sich die Leute nicht so schlecht fühlen. Ne? Ist natürlich klar. Ja, ich hoffe, ihr habt das jetzt nicht ernst genommen. Das ist natürlich ein Spaß. Ich bin natürlich. Ja, ich bin zwar ein guter Spieler, aber ich bin natürlich auch nicht perfekt. Ne? Also, es ist. Ich habe es jetzt auch nicht vorher geübt oder so, das Spiel. Ich finde das eigentlich immer ganz schön, dann so die frischen Eindrücke zu teilen, wie man das zum ersten Mal erlebt. Ne? Wenn man das schon alles kennt, dann wird man ja auch gar nicht mehr überrascht. Hier an der Stelle habe ich übrigens direkt gerafft, wie man hier durchkommt und dann das auch noch durchgeführt, ohne einmal zu sterben. Aber es war jetzt auch nicht allzu schwer. Ne? Also ich glaube sowieso, dass wenn man das Spiel jetzt noch ein zweites Mal spielt, dass es dann auf jeden Fall viel schneller und einfacher geht. Ganz einfach, weil man schon weiß, wie die ganzen Rätsel funktionieren. Okay, da bin ich dann doch gestorben. Aber ich war natürlich so clever vor, einmal zu speichern. Ja. Das Spiel sieht echt schön aus, ne? Wo ich das jetzt nochmal so sehe. Ohne mich da auf das Gameplay zu konzentrieren. Das ist natürlich auch nicht einfach, dann noch die ganze Zeit zu reden, zu spielen, die Gegner, auf die Gegner zu achten. Ist nicht so einfach.
muss ich mich wahrscheinlich auch noch ein bisschen dran gewöhnen. Ach so, da bin ich nochmal am gucken, ob da noch irgendwas ist und stelle fest, nee, da ist nichts, anstatt einfach auf die Karte zu gucken, weil das alles angezeigt wird. Aber gut. Hinterher ist man nochmal schlauer, ne? Ja, ich meine, ich könnte das ja auch schon mal vorher durchspielen und dann so tun, als wenn ich voll der krasse Zocker bin, der sich voll auskennt und das voll schnell durchspielt. Oh, ich sollte auch mal was trinken. Ich habe auch gerade getrunken, schnell. So. Ja, da habe ich dann wieder gespeichert, wie man sehen kann. Da ist jetzt auch keine Lava mehr dabei. Da freue ich mich darüber, dass ich da so eine tolle Kugel bekommen habe. Sieht man an meinem Gesichtsausdruck. Und jetzt geht's wieder zurück. Ich hätte natürlich auch mal die Karte mal früher benutzen können. Dann hätte ich auch gesehen, dass da oben noch ein Geheimgang war. Aber nein, das muss ich natürlich dann auch erst alles später holen. So, Spiel gespeichert. So, ja. Ja, guck mal, da bin ich auch so gut durchgekommen. Ohne hier den Power Move zu nutzen. Ja, ich glaube, ich habe auch generell den Power Move ein bisschen zu oft benutzt. An Stellen, wo man ihn hätte nicht benutzen müssen. Aber er macht einfach so viel Spaß. Es macht Spaß, mit diesem Powersprung rumzuspringen. So, betreten bitte. So, ich glaube gleich müsste auch langsam mal die Stelle kommen, wo ich es raffe, dass ich das Mic gemutet habe. Ich meine, das wäre so bei 20 Minuten und das wäre jetzt gerade mal die Hälfte. Da ist ja noch ein, ja, ich glaube, den machen wir noch zusammen hier. Also mit mir, der Stimme aus dem Off. Also die Stimme aus der Zukunft vielmehr. Ich kann jetzt in die Zukunft gucken. Ich weiß ja, was passiert. Das ist ja eigentlich echt cool. Ja, da unten kann man natürlich noch nicht hin, aber ich verrate euch jetzt auch nicht, wie man dort hinkommt. Das müsst ihr jetzt selber rausfinden. Das ist ein großes Geheimnis. Ja, vielleicht könnt ihr euch das schon denken, wenn ihr aufgepasst habt. Ja, da bin ich jetzt da so quer hochgesprungen. Ach, jetzt kommt die Stelle mit der Kugel. Ja, das mit der Kugel, das war wirklich meine höchste Stunde. Ja, da habe ich ja etwas länger gebraucht, um zu verstehen. Oh, was geht jetzt ab? Okay. Ja, genau. Die Kugel muss man nämlich mit dieser Tauschattacke oder dem Schwungangriff da reinstoßen. Ich glaube, da komme ich jetzt auch auf die Idee. Ne? Genau, guck mal, das kann man hier ziehen, das ist ja cool. Und jetzt muss man das halt nach oben schießen. Und ja, Spoiler Alert, ich brauche mehrere Versuche dafür. Also kein Wunder, dass es so lange dauert. Ja, da sieht man, das war zu stark. Da müsste man das alles nochmal machen. Den ganzen Kladderadatsch, wie man so schön sagt. Da passt es natürlich perfekt. Aber freut euch nicht zu früh. Freut euch nicht zu früh. Ich kann euch jetzt schon verraten, wenn die Kugel ganz oben ist, dann fällt sie nochmal ganz nach unten, wenn sie nochmal neu holen muss. Und ihr seht ja auch da diese Kugel da links, ne? Mit diesen, ja, diese Fähigkeitenpunkte. Die habe ich natürlich auch nicht gesehen. Die habe ich auch nicht gesehen. Und deswegen werde ich auch später nochmal zurückkommen und die nochmal einsammeln. Und das alles nochmal neu machen, was ihr da gerade seht mit der Kugel. Aber da klappt es auf jeden Fall ein bisschen schneller. Ihr seht ja selber, was das für ein Krampf ist. Da habe ich übrigens auch nicht gecheckt, dass auf dieser Plattform darüber, dass da noch ein Hebel ist. Aber das werde ich gleich noch erfahren. Ja, ich habe mich eben schon gewundert, hä? 10 Minuten für den einen Raum? Wie kann das sein? Und jetzt weiß ich wieder, warum. Aber ihr habt es ja fast geschafft, ne? Ja, hier die Kugel
Da habe ich wieder nicht gerafft. Oh Gott, was habe ich da nur angestellt? Das ist ja echt peinlich. Ich glaube, jetzt mache ich auch einen Speicherpunkt, weil ich gemerkt habe, so, ich bin jetzt oft genug gestorben. So, und jetzt geht das auch, glaube ich, schneller hier. Also da mit der Kugel da oben, dann müsst ihr euch keine Sorgen machen. Die hole ich später, wenn euch das aufgefallen ist, dass da noch was liegt. Aber ich sag's euch, das ist auch wirklich so einfacher, wenn man nur zuguckt, als wenn man das selber spielt und dann auch noch redet. Und vielleicht auch noch ein paar andere Sachen achtet. Ich habe hier noch einen zweiten Monitor, wo ich gucke, dass die Aufnahme passt und so weiter. Genau. Da ist der Hebel. Genau, ich passe auf, dass der Ton funktioniert. Gucke ich die ganze Zeit drauf und merke das natürlich auch. Es ist relativ spät. Genau. Ja, könnt ihr euch ja mal freuen, dass die Kugel gleich runterfällt und ich sie nochmal hochheben muss. Wahrscheinlich fällt sie auch nochmal runter. Aber es ist auch echt eine blöde Stelle, muss ich sagen. Weil wenn die einmal da oben ist, dann hängt die so auf einer Kante und dann fällt es direkt runter, das Teil. Das seht ihr aber jetzt. Na guck mal, jetzt freue ich mich. Ja, ich habe es geschafft. Yeah, ich bin der Coolste. Ich komme nach oben. Ich komme nach oben. Ja, dann konnte ich sie irgendwie nicht mehr nehmen. Und jetzt fällt sie runter. Und jetzt fällt sie nochmal runter und sie fällt ganz nach unten. Man sieht auch an meinem Gesichtsausdruck, wie sehr ich mich darüber freue, dass ich das nochmal machen darf jetzt. Ja, also der ganze Spaß nochmal. Aber wie gesagt, jetzt geht's ein bisschen schneller hier. Jetzt weiß ich ja, wie es geht, ne? Ja. Da war ich auf jeden Fall glücklich, dass sie nicht nochmal ganz runtergefallen ist, aber da werfe ich sie dann nochmal runter. Ja, aber wir haben ja schon einige Fails hier gesehen in dem Spiel, wo ich mich nicht von meiner besten Seite gezeigt habe. Ich erinnere da an das, an diesen Wasserstrom, für den ich weiß nicht, wie lange gebraucht habe. Und ja, das war auf jeden Fall nicht meine glänzendste Stunde. Aber gerade so bei den Sachen, wo man einfach auswendig lernen muss, ist es wirklich dann einfacher beim zweiten Mal. Es gibt da, glaube ich, auch so einen extra Namen für. Fällt dem jetzt gar nicht ein, wie das heißt. Ja, irgendwas mit Memory. So, der ist schon wieder da oben auf der Kante, ne? Der fällt jetzt wieder runter. Wie ihr seht, ist es sehr, sehr fummelig, dieses Teil. Da habe ich es geschafft. Und da hätte ich eigentlich jetzt schon den Fähigkeitenpunkt holen müssen. Ihr seht ja, da ist jetzt noch Feuer vor. Deswegen verrate ich euch jetzt nicht, wie das geht. Das seht ihr dann. Da müsst ihr noch warten. Wie das funktioniert. Ja. Hier benutze ich jetzt die Mega-Attack. Zack. Dann sind direkt alle Gegner vernichtet. Und genau, dann haben wir auch den Raum jetzt hier geschafft. So. Ich glaube, wir neigen uns jetzt auch langsam dem Ende meines Zukunfts-Ich, was euch hier auf dem Weg begleitet und nochmal kommentiert, was es hier zu erleben gibt. Wieder nicht aufgepasst. Dann werde ich das jetzt nachsynchronisieren. Das wisst ihr dann ja hoffentlich schon. Das ist die Strafe dafür, dass man nicht am Anfang aufpasst. Ich kann ja jetzt nicht auch einfach nochmal laden. Ja, das wird lustig. Komm. Krieg ich mal. Hab ich mal was zu tun. Dabei war ich so gut heute.
Und jetzt habt ihr das alles nicht mitbekommen, was ich für lustige Sachen von mir gegeben habe. Das ist echt traurig. Ja. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Nicht gespeichert. Oh Leute, das ist jetzt... Das ärgert mich aber jetzt, dass ich wieder nicht kontrolliert habe. Sonst gucke ich immer nach, ob ich auch gespeichert habe. Aber heute habe ich es irgendwie vergessen. Das ist ja ärgerlich. Man kann den Safe auch nicht rückgängig machen, ne? Ja, das ist jetzt ja die Aufnahme, die ich davon habe. Oh, yo! Die Bros. Ah, cool, hier kann man speichern. Ja. Ja, sind aber auch nur 20 Minuten jetzt, ne, die dann kann ich ja am Anfang dann synchronisieren. Ach, das wird lustig. Ich glaube, das wird cool. Man muss das Beste aus der Situation machen. Ach, die geben sogar ordentlich Punkte hier, ne? Ja, das scheint auch ein Boss, so ein Miniboss hier zu sein, ne? Das ist doch hier der Miniboss. So, also rechts. Oh, guck mal, da sind noch Leuchtis gewesen da rechts. Die habe ich gar nicht. Hä? Habe ich die nicht eingesammelt, die Leuchtis? Da muss ich gleich nochmal zurück. Das sind ja Innerpunkte. Ja, ich weiß nicht, ob der Begriff Leuchti schon vorher gefallen ist. So, hier muss man jetzt scheinbar nach oben. Ich dachte, ich habe jetzt extra hier diese Ultra-Fähigkeit, dass ich unsichtbare Wände sehe. Was ist das denn? Wofür habe ich das denn jetzt extra geskillt, wenn das dann doch nicht so weit ist? Was gibt's hier Schönes? Ja, da ist jetzt der letzte Babbo oder was? Da gehe ich aber nochmal zurück hier. Komm. Überhaupt hier zurück. Ja, ne? Ich bin ja gerade schon mal zurückgegangen. Boah, es ist. Boah, ich dachte schon, ich wäre tot. Wollte schon sagen, das war total fies, dass ich jetzt gestorben bin. Oh. War das jetzt so schlau, den zu töten? Das ist der Eingang. Kann ich jetzt überhaupt nochmal hoch? So einfach. Oh no, 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 no. Ja. Okay, ich hole mein Leuchti. So Leuchti ist, glaube ich, auch. So. Jetzt weiß ich auch, wo ich diese Wortschöpfung her habe. Es ist das Halsband eines Hundes. Von einer bestimmten Person. Ich will jetzt nicht sagen, wer das sagt. Aber es gibt tatsächlich Leute, die sagen, so zu dem leuchtenden Halsband eines Hundes. Das Leuchti. Ach. Ja, okay. Wie kommen wir denn da lebend raus aus der Nummer? Wie kommt man hier raus? Da sind wir bei Zacken. Ich traue mich jetzt auch irgendwie da nicht zu safen. Weil ich mir denke, what? Ach komm, ich safe einfach. Okay, ich kann hier nicht safen. Wahrscheinlich, weil man hier nicht rauskommt. Komisch.
Ich save jetzt hier einmal. Ganz einfach, weil ich denke, wenn man ein bisschen mehr Leben hat, dann könnte man eventuell einen Spike überleben. Wenn ich mich hier festhalte, dann kann ich doch theoretisch... Haha! Wow, der hätte richtig Bock auf Stress. Das lädt sich nicht schnell genug auf hier. Aber da war doch noch eins da oben. Die wollen nur Ärger machen hier, die Leute. Jetzt haben wir den Salat hier, ne? Dass wir hier das alles nochmal neu machen müssen. Irgendwas verpasst da oben. Cool. Ist es wirklich so wichtig, dieses eine Ding? Ja, es ist. Es ist, Leute. Ja, leider. So. Hey, warum habe ich das denn eben nicht geholt? Bin ich blind oder was? Das wäre ja so ein... Das wäre ein Katzensprung gewesen. So. Haha, ja, wie komme ich denn da hin? Das ist die Frage. Muss ich mit dem die Position tauschen? Ach, guck mal, es geht. Ja, aber wie komme ich jetzt hier raus? Wie komme ich jetzt hier lebend raus? Gar nicht, ne? Nein, komm zurück. Aber so muss es irgendwie gehen. Okay. Da kann man sich ja doch dadurch teleportieren. Ja, hier haben wir noch ein paar Punkte. Da sind wir fast wieder, dass wir zwei Level voll haben. Ach, guck mal, da oben wäre auch noch ein blauer Kristall gewesen. Aber... Wir können ja auch unten nochmal speichern gehen, ne? So ist ja nicht... Ja. Speichern wir. Zum Glück ist mir das noch aufgefallen hier mit der Aufnahme. Dass ich jetzt nicht die ganze Folge verpasst habe. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, mir zuzuhören, während ich hier die Sachen nachsynchronisiert habe. Was heißt nachsynchronisiert? Ich werde es ja nicht 1:1 wieder hinbekommen. Ich werde ja sicherlich was anderes gesagt haben. Wahrscheinlich noch was viel Besseres als vorher. Also es ist eigentlich nur ein Mehrgewinn für euch. Hier kann ich aber nicht speichern. Gehe ich nochmal hier hin. Auch wenn er wahrscheinlich jetzt automatisch speichert irgendwie. Das sieht schon so bosskampfisch abhaumäßig aus wieder, dass man hier wieder wegläuft vor irgendwas.
wenn der schon die Kamera so rauszoomt. Das Element der Wärme ist zum Greifen nah. Wenn die Elemente wiederhergestellt sind, können wir die Folgen ihres Zorns rückgängig machen. Okay, machen wir die Folgen rückgängig. Jo. Ja, okay. Moin. Okay, hat er uns jetzt geholfen, oder? Nee. Ich dachte schon, er hat das doch jetzt angemacht. What? Der hat wieder Bock auf Ärger. Sieht er uns jetzt hier? Ja, der sieht uns. Okay, dann müssen wir tatsächlich uns jetzt hier ein bisschen beeilen. Ach, das ist wieder so eine Stelle. Ach du meine Güte. Lass mich raten, man kann zwischendurch auch nicht safen. Ja, und jetzt, wenn ich jetzt hier nicht weiterkomme, dann ist verkackt. Ich darf alles nur noch von vorne machen. Ja, habe ich mir auch schon fast gedacht. Aber der Anfang ist jetzt auch nicht so schwer. Ach so. Wow, wow, wow. Wo muss ich hin? Nach unten oder was? Ja. Ab ins Wasser. Bleibt uns auch nichts erspart. Man kann auch keine Karte aufrufen gerade. What? Ist es denn ihr Ernst? Ich bin wieder hier ganz am Anfang, nachdem ich eine halbe Stunde gelaufen bin. Ist es denn ihr scheiß Ernst, Leute? Hört schon, wie der immer näher kommt, der Junge, ja. Aus der Luft gesnackt hat er mich. Einfach so. Ja, weil ich zu lange gebraucht habe, ne? Selber schuld. Wow. Gut, Papa, ja. Du musst einfach nur schnell genug sein, ja. So. Ich dachte auch gerade, wir haben hier so Aufwind. Ja, ruhig mal hier einen Zwischenpunkt machen können, dass man nicht immer alles wiederholen muss. Wahrscheinlich wäre das Spiel sonst zu kurz gewesen. Oh, oh, oh. Ja, ich habe auch keine Ahnung, wo ich jetzt hier hin muss. Ja, wo soll ich denn hin hier? Da gibt's doch keinen Auftrieb oder so. Das ist ja blöd. Du hast auch keine Zeit, dich umzusehen hier. Hm. Aber der Weg ist jetzt auch sogar am nächsten gegebenermaßen nicht so schwer. Aber einmal kurz verknappt hier, ne?
tauchen die Gegner von allen Seiten auf, ne? Ja, hier ist doch auch okay. Aber nur bis hier. Okay, man kann auch nicht mehr zurück, aber ich habe jetzt da nichts gesehen, wo man hin könnte. Das ist echt so ein bisschen, yo. Muss man sich echt so hin und her schießen. Das kann ja nicht mehr, das kann ja auch nicht mehr lange sein, ne? Wow. Komm, der kann doch eh nicht schwimmen. Nö, jetzt bin ich da wieder gestorben. Die machen aber viel Schaden, diese Meteor, wenn man da nicht. Ja, das ist, wenn man jetzt da schon sich zu sicher fühlt. Wo soll ich denn hin? Wo soll ich denn hin? Auf die andere Seite oder was? Das verstehe ich nicht. Das ist ein Geheimgang oder so. Ach, Leute, das ist echt gemein. Das ist fies. Schneide ich nachher alles raus wieder. Mist. Oh no, jetzt hat er mich gekriegt. Das war auch knapp wieder. Ich wollte mir eigentlich auch mal einen anderen Controller nehmen. Ich habe ja noch einen. Mal gucken, ob das hier sich ein bisschen anders anfühlt mit dem Tasten. Nicht ohne.
wo soll ich denn da hin? Das check ich jetzt nicht, wo man da hin soll. Das ist irgendwie... Vielleicht müssen wir wieder zurück. Ich bin jetzt auch gerade ein bisschen gestresst irgendwie. Also zwei Dinge mache ich noch. Aber danach brauche ich echt noch Pochen, wenn ich das nicht schaffe hier. Oh, yo. Das ist unfair, ohne Ende. Man kann auch nicht warten, bis es runtergefallen ist, weil man sonst zerquetscht wird. Oh nein, jetzt bin ich wieder zu spät. Ja. Töte mich nicht. Patsch, wie erbarmungslos der auf uns gelandet ist. Leute, was geht denn hier ab? Voll das brutale Spiel. Ich dachte, das wäre ein Kinderspiel. Dann werden hier... Rastet hier der Vogel so aus. Wir sind nicht mehr in der Nähe von seinem scheiß Kackei. Was ist denn für eine Ausrede, so ein Arschloch zu sein und hier die Leute zu töten? Unfassbar. Einmal gehe ich da noch hin, und wenn ich dann immer noch nicht gerallt habe, wohin, dann mache ich eine Pause. Bei dem Pain halte ich nicht aus. Ich muss erstmal nachsynchronisieren. Wird dann noch dadurch gehetzt, dass immer wenn man es geschafft hat, direkt der Vogel kommt, damit es so aussieht, als wenn es ganz knapp wäre. Und noch diese stressige Musik dabei. Hier ist Feuer unten, ne? Hier kannst du nicht. Hier ist nichts mit zurück. Noch einmal. Ich schaff's jetzt. Hört mich an. Drück mir die Daumen. Ich pack das. Einige Leute freiwillig geben sowas hier, ne? Ne, hier kannst du auch nicht, Hätte ich mir vielleicht einfach hochklettern? Ich kann ja auch klettern einfach. Ohne den Supersprung, ne? Weil irgendwie mit dem Supersprung geht auch nicht, so wie ich mir das vorgestellt habe.
Der kommt doch relativ schnell, der Vogel, ne? Der lässt einem ja gar keine Zeit rausklettern. Kann noch nicht mehr weit sein. Ich wette, das ist so das letzte Stück auch. Und hier ist ja auch irgendwo... Ach, die Dinger! Die Brocken kann man benutzen. Ah, okay. Ja, jetzt natürlich easy. Jetzt natürlich easy. Ach guck mal, da steht auch schon die Spielzeit und alles. Okay. Ja, jetzt schaffen wir es, Leute. Jetzt weiß ich ja, was man machen muss. Jetzt weiß ich ja, wie es geht. Jetzt ist ja ein Klacks, ja. Guck mal, wie einfach das ist. Ja, lächerlich. Viel zu einfach. Oh, oh, oh. Hier kommt meine große Klappe nicht wieder bestraft. Aber es wird einfach. Lachhaft. Lachhaft einfach ist das. Oh, 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 oh. Das ist auch noch so voll der Hint hier. Nochmal, warum bin ich immer an diesen Stellen so am Abkacken? Immer das Gleiche mit mir. Oh Gott, ich muss mich konzentrieren. Ich konzentriere mich jetzt. Nimm mal einen großen Schluck Wasser. Und jetzt ziehe ich das eiskalt durch. Eiskalt und erbarmungslos. Guck mal, wie das klappt ja wie am Schnürchen hier. Ja, geil. Das klappt ja super. Ich muss einfach viel öfter den Superjump nutzen. Guck mal hier. Das sieht auch schöner aus mit dem Superjump. Könnte knapp werden. Ja. Ja. Ich liebe die Gefahr, ne? Das ist überhaupt nicht stressig. Wenn die ganze Zeit rein hier geiert. Ich glaube, man muss auch gleich einfach jeden Stein bekommen, ne? Der da auf einen wartet. Ja, das war's wirklich. Boah. Okay, haben wir es auch beim ersten Mal wieder geschafft. Viel zu einfach. Oh, jetzt habe ich das gar nicht gelesen. Ja, es ist zu spät. Irgendwas mit Feuer. Es hat gebrannt. Ori, bitte steh auf. Es brennt. Es ist heiß. Was ist das eigentlich für eine Fee? Ist das Navi? Der Geisterbaum, so nah. Er ist unsere letzte Hoffnung. Okay. Ja. Ab dafür, ne? Was sind wir eigentlich? Sind wir ein Häschen? Ich
meine, es ist ein Fantasiewesen, aber der hat auch 4 Ohren, oder was ist das? Der Geisterbaum ist nah, nur ein Schritt noch zu tun. Der Wald von Nibel wird uns leben, wird wieder leben. Ach, guck mal, jetzt können wir auch da in die Tiefe fliegen auf einmal. Nicht noch. Oh, oh, oh. Hallo? Dafür sind wir die ganze Zeit weggelaufen, dass er uns jetzt doch schnappt. Oh, dramatisch, dramatisch. Ach, guck mal. Steuern wir den jetzt wieder? Nee. Der kommt doch jetzt, um uns zu retten. Doch, guck mal. Der kann durch Feuer laufen. Der kann aber auch gar nicht angreifen und nix. Wo ist denn die Spinne? Hat die... Da ist das Leuchti. Das hat das Leuchti geklaut. Lass den Jungen roh. Oh, das ist aber süß. Ja, siehst du, hast auch mal Kinder gehabt. Hat es jetzt sein Herz erwärmt? Hat er jetzt sein Ei da liegen lassen oder was? Wo ist denn dein Ei? Ach, dein Ei verbrennt, Alter. Was bist du für eine Rabenmutter? Nimm mal das schön das Leuchti mit. Ist das jetzt noch nicht das Ende, oder? Das ist jetzt schon zu Ende, das Spiel. Ich dachte, jetzt kommt nur hier noch das letzte Level danach. Ach, guck mal, jetzt hat, hat er das Leuchte da reingetan. Okay. Wow. Jo. Ja, herrlich. Sehr schön. Ja, das scheint es echt jetzt gewesen zu sein, ne? Wir haben noch gar nicht alle Skills, ne? Das kann eigentlich gar nicht sein. Oder ist es vielleicht optionale Skills, die es da gibt? Ja, die Welt sieht für mich so ziemlich geheilt aus jetzt, ne? Da gibt es nicht mehr viel zu tun. Ja. Ja, das ist ein sehr schönes Spiel, muss ich sagen. Hat auch Spaß gemacht. Ich würde es auch nochmal spielen. Nur einfach, um zu gucken, wie schnell man dann durchkommt, ne? Ich denke, man kann das echt bestimmt in 3 Stunden durchspielen. Wenn man weiß, wo man überspringen muss und wie die geheimen Tricks da lauten und nicht nochmal zurückläuft und so. Weil viel ist wirklich Wiederholung gewesen. Aber ich liebe auch diesen Typen, ne? Der sieht einfach zu geil aus. Guck mal, der hat sogar Traumfänger am Start. Jetzt hat er ein Ei, wo ich immer dachte, die ganze Zeit, er wäre ein Säugetier. Ja, das war's, Leute. Das war's tatsächlich. Ja, cool. Cool, dass ihr zugeguckt habt. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Ich hoffe, euch hat das Spiel genauso gut gefallen wie mir. Und ja, es gibt ja noch einen zweiten Teil. Wenn ihr Lust habt, dass ich den zweiten Teil spiele, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Und ja, ich lasse jetzt noch das Outro laufen. Und, ja. Oder skippe ich es einfach. Nee, es geht natürlich nicht, okay. Ja. Ja, gut, dann werde ich, glaube ich, auch die Folge einfach hier beenden. Ich, glaube, ich schalte mich einfach aus und lasse euch dann noch den Rest genießen. Viel Spaß.